Hallo ihr Lieben, hier ist der Semesterreport für euch. Wie ihr seht, wir befinden uns gerade auf der wunderschönen Dachterrasse der Media. Wir haben gerade ein spannendes Video für euch gedreht. Und zwar für das Projekt Stuttgart in Bewegung. Wir haben uns gedacht, Bewegung. Einfach die Leute zu filmen wäre ja langweilig, also seht selbst. Also, das Projekt heißt ja Stuttgart in Bewegung. Daher dachten wir, ist doch gut, wenn du dich auch ein bisschen bewegst, während du die Fragen beantwortest, weil es ja auch kalt heute und dass du da nicht so frierst, dachten wir, dass du einfach mal Hampelmänner machst. Auf einem Bein hüpfen. Ganz einfache Aufgabe, drehen, während du die Fragen beantwortest. Und die erste Frage wäre, kannst du dich schon mal anfangen? Nicht warm laufen oder wie? Ja, genau. Perfekt. Was gefällt dir an dem Projekt denn am besten? Naja, wir lernen erstmal ein bisschen die Stadt kennen. Wir schauen uns ein bisschen um in Stuttgart und obwohl wir ja relativ viel selber so jetzt in Stuttgart unterwegs sind, weil wir ja hier studieren, sehen wir die Stadt doch nochmal mit ganz anderen Augen und ganz unterschiedliche Blickwinkel. Normalerweise mache ich ja nur Musik und das war für mich eine Möglichkeit, mich in anderen Bereichen zu erkunden oder halt eben was zu lernen. Das war das erste Mal, dass ich was mit Film zu tun hatte und das fand ich eigentlich am interessantesten. Fuck! Nochmal. Fuck, ist das schrecklich. Weil ich jetzt von den ganzen, Bewegung schon ein bisschen fertig bin, guck ich mir das mal von hier an. Ja, ich fand's ziemlich gut. Weil, ach, die Muskelkarte drehe, gell? Nee, weil ich auch noch nie irgendwie was mit Filmen gemacht gehabt habe. Und jetzt habe ich es halt mal machen müssen. Und ja, deswegen ja, war es interessant. Okay. Also ihr solltet ja jeder ein Video drehen zu dem Thema Stuttgart in Bewegung. Und jetzt darfst du mal, während du natürlich Hampelmänner machst, erklären, was deine Idee war zu deinem Video. Schon wieder Hampelmänner? Ja. Okay, meine Idee war, das Ganze in einem Zeitraffer darzustellen. Also im Prinzip die Bewegung noch zu verstärken durch den Zeitraffer. Und eben auch mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und dann als Kontrast dazu habe ich noch ganz statisch mich immer ins Bild reingestellt. Das heißt, dass man nochmal so den Kontrast von Bewegung und Ruhe verstärken kann. Okay. Ja, meine Idee war, dass ich eigentlich so eher Landmensch bin und kein Stadtmensch. Deswegen habe ich mir eher zurückgehalten und habe die Bewegung eher von weiter weg gefilmt. Oder habe halt irgendwie diese Sage, ich habe mir halt meine Füße gefilmt, so dass ich eher wie es ist so rüberkomme, dass ich mich nicht so wohl fühle in der Stadt. Okay. Ja. Auf geht's, komm, komm. Ihr habt ja eine Ausstellung von jetzt bis Januar. Und wie fühlt sich das dann an, wenn das Werk dann ausgestellt wird und ganz viele Leute das anschauen können? Fühlt sich sehr gut an. Es ist interessant. Ich würde auf jeden Fall ein paar Mal vorbeikommen und mir das Ganze anschauen. Und würdest du dich mit mir drehen? Ja, dreh dich mit mir. Wenn du weiter antwortest? Ja, wenn ich weiter antworte. Und zwar, das sind ja nicht nur unsere Sachen da, sondern auch andere Sachen. Und es wäre ziemlich ganz cool zu sehen, was andere machen. Wow! Damit ihr auch noch ein paar Infos über die Veranstaltung bekommt. Der ganze Name lautet Stuttgart, Stadtraum in Bewegung. Eine fotografische Spurensuche. Die Eröffnung war letzten Freitag um 19 Uhr und sie war ein voller Erfolg. Viele, viele Menschen sind vorbeigekommen, um sich die Werke der Studenten und der anderen Aussteller anzuschauen. Wer selber sich die Ausstellung anschauen möchte, von Dienstag bis Samstag von 15 bis 19 Uhr ist die Ausstellung geöffnet. Die Ausstellung befindet sich am Gustav-Siegler-Haus am Leonhardsplatz 28. Falls ihr wissen wollt, wie man am schnellsten zur Veranstaltung hingelangt. Ihr nehmt die U24 Richtung Charlottenplatz, steigt an der Haltestelle Rathaus aus und dann befindet sich direkt gegenüber die Ausstellung. Es lohnt sich wirklich, dorthin zu gehen, denn es sind wirklich super, super coole Werke ausgestellt. Auch die Studenten der Akademie haben sich wirklich richtig viel Mühe gegeben und haben auch schon sehr viel positives Feedback bekommen. Und sie selber sagen auch, dass die Arbeit super viel Spaß gemacht hat, zusammen mit Herr Vetter, der das Projekt hier an der Uni leitet. Und nächste Woche präsentieren wir euch dann das nächste Projekt. Schaltet wieder ein zum Semesterreport. Puh, das war jetzt mal wieder ein anstrengender Drehtag. Ich bin noch ganz fertig, muss mich jetzt auf jeden Fall erstmal ausruhen. Danke fürs Zuschauen.